Hallo, heute möchte ich Blondies mit euch machen. Ich nenne die auch liebevoll Whiteys, denn Blondies sind Brownies, aber mit weißer Schokolade. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit den Zutaten an, welche ihr braucht. Ihr braucht 300 Gramm Zucker, 200 Gramm Mehl, 50 Gramm Kakaopulver mit Vanillegeschmack oder auch gerne mit weißer Schokoladengeschmack, ein Esslöffel Vanilleextrakt, eine Prise Salz, 4 Eier, 250 Gramm Heidelbeeren, 300 Gramm weiße Schokolade und 250 Gramm Butter. Wir starten mit der Butter und mit der weißen Schokolade, denn die kommen jetzt beide in einen Topf und werden erhitzt, damit sie schmelzen. Nachdem die Butter und die weiße Schokolade geschmolzen ist, können wir jetzt den Teig zubereiten. Dafür tut ihr einfach alle Zutaten bis auf die Eier und die geschmolzene Flüssigkeit in eine Rührschüssel und lasst das so 3 Minuten ungefähr mal verrühren. Nachdem jetzt alles miteinander verrührt ist, geben wir einfach noch die Eier und die Butter-Schokoladenmischung dazu. Wenn alles miteinander verrührt ist, holt ihr den Teig raus. Wenn der Teig jetzt fertig mit dem Rühren ist, können wir noch die Heidelbeeren unterheben. Dafür nutze ich einfach einen Teigschaber. Jetzt gebt ihr den Teig in eine Springform. Und jetzt gehen unsere Blondies für 25 Minuten bei 180 Grad in den vorgeheizten Ofen. Als kleinen Tipp, ihr könnt schon mal so 15 Minuten, bevor die Blondies fertig sind, eure Kuvertüre mit dem Wasserbad schmelzen lassen. Dafür nutze ich 200 Gramm weiße Schokolade, mit der wir nachher noch die Blondies dekorieren. Nachdem die Blondies jetzt aus dem Ofen kamen, habe ich sie ca. 10 Minuten auskühlen lassen und schon die geschmolzene weiße Schoki fertig. Jetzt gehe ich einfach mit einem Messer am Rand entlang, um den Kuchen zu befreien. Wenn das jetzt immer noch ein bisschen hängt, einfach nochmal mit dem Messer langfahren, dann geht das auch ab. Jetzt nehmt ihr euch noch die weiße Schoki zur Hand und sprinkelt damit einfach über die Blondies drüber. Und schon sind unsere Blondies fertig. Wer ein Kokosnussfan ist, kann da gerne einfach noch ein paar Kokosraspeln drüber streuen. Das schmeckt auch wirklich hervorragend. Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Falls ihr Lust auf weitere Rezepte habt, schaut doch auf meiner Internetseite janika.blog oder bei mir auf Instagram vorbei. Bis zum nächsten Mal, eure Janika.